Oh, da geht schon der erste Kampf los. Und los geht es. My Lord und Gusti gehen ins Rennen. Da treffen sie sich auf der Brücke. Gusti flieht und jemand schrappt in mir rum, damit ich auf ja nichts sehen kann. My Lord hat Gusti in die Ecke gedrängt. Echt geil, Knecht wirft Cobblestone-Blöcke nach unten. Warum? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Gusti verliert den Kampf. My Lord gewinnt den ersten Kampf in dieser hübschen Arena. Das war der Eröffnungskampf. Was für ein Kampf. Was hast du dazu zu sagen, Untergräber? Nichts. Auch gut. Auf jeden Fall, ich bin hier auf dem Boden der Tatsachen. Ich kann dazu sagen, dass mein Internet die ganze Zeit abstirbt. Wunderschön. Dann wissen wir es jetzt besser und ich bitte trotzdem nochmal die ganzen Leute hier, die hier rumwuseln, bitte aus meiner Kamera rauszulaufen, sonst werde ich sie mit meinen Knochen verprügeln. Und nein, damit meine ich nicht meinen Penis. Geil! Oh ja! Also gut, dann werden wir es Ihnen noch einmal mitteilen. Alle Teilnehmer! Hier auf dieser Seite bleiben! Auf der anderen mache ich eine Aufnahme! Und ihr rennt mir einfach in die Kamera! Bitches? Peter, wo stehst du denn? Du stehst da, soll ich dann mich auf die andere Seite stellen? Das wäre gut. Auf jeden Fall brauchen wir eine andere Perspektive. Und dann sieht man auch, wenn du mal hinter den Baum guckst, dort sehen wir eine Leiter. Das heißt, man kann sich wahrscheinlich auch auf diesen Baum retten oder von dort aus runterschießen. Wobei ja, runterschießen funktioniert nicht ganz, weil es ist ja nur ein Schwert erlaubt und Schwerter kann man nun mal nicht werfen. Was hältst du von der Qualität dieser Map? Die Karte ist sehr interessant aufgebaut. Wir sehen hier Steine, die es sonst nur in Festungen zu finden gibt. Ja, es ist so, der Veranstalter war in einer Festung, hat sie ausgeplündert. Ja, und er hat hier dieses schöne Design dieser Stage gebaut. Das sieht alles sehr antik aus. Aber man sieht hier auch Bänke, Säulen. Auf jeden Fall alles ziemlich nett gestaltet. Ja. Man und ich sehe gerade, es ist strahlender Sonnenschein, also wirklich schönes Wetter, um so einen Kampf zu veranstalten. Es sind zwar ein paar Wolken am Himmel, aber naja, die sind viereckig. Also nicht ernst zu nehmen. Ganz genau. My Lord feiert seinen Sieg oder auch nicht. Auf jeden Fall rennt er dort unten rum und eigentlich warten alle. Ach so, ja, da geht es jetzt schon auf den zweiten Kampf los. Da hinten erkenne ich My Lord und er stürmt auch gleich voran, versteckt sich hinter diesem Steingebilde. Gusti traut sich gar nicht erst in die Arena rein. Und ah, doch, jetzt. Und da kommt My Lord, springt auf die Säule und ein Sprungangriff. Im Haus von Gusti, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Und da fliegen wieder Cobblestone-Blöcke nach unten. Von echt geil. Natürlich, von echt geil gleich kommen. Und es war klar, irgendwie, Gusti stirbt natürlich. My Lord hat gewonnen. My Lord hat wieder einmal gesiegt. Das ist jetzt der zweite Kampf und der zweite Sieg in Folge. Diese Runde geht wahrlich an Gusti. Ja, natürlich. Steffen. Ja, der Veranstalter ist etwas verpeilt. Der Veranstalter ist etwas betrunken. Ja, wenn Sie hier sehen, auf der einen Seite befinden sich unter der Brücke Stufen und auf der anderen Seite nicht. Also ein Baufehler. Naja, aber er hat das irgendwie nicht gesehen oder korrigiert. Wir schauen über diesen Fehler hinweg und gestalten jetzt einfach mal den nächsten Kampf. Ja, Herr Dämonit, und der wird ausgetragen zwischen wem und wem? Ich sehe schon Todd in die Arena stürmen. Ich glaube, er ist jetzt dran. Ja, das sieht ganz so aus. Oh ja, es ist wahrlich Todd auf der rechten Seite. Todd und Todd gegen echt Geilknecht. Das heißt Maxi gegen Felix, für die Nix nicht kennen. Okay, also keine Cobblestone-Blöcke, die von oben herunterfallen. Es wird ein spannender Kampf. Die Zuschauer sind auch schon alle ziemlich gespannt. Hier oben sehen wir Gusti, die noch irgendwie Eisenhosen trägt und My Lord in seiner vollen Rüstung.
My Lord hat natürlich die letzten beiden Kämpfe gewonnen. Und mal gucken, wie jetzt dieser Kampf ausgeht. Todd ist schon voller Eifer. Er wartet nur darauf, loszustürmen. Ja. Und natürlich ist er auch bereit. Huch, da ist meine Kamera. Er hat schon angefangen zu zählen, bevor er echt gar nicht Ja gesagt hat. Oh je, okay. Oh je. Todd. Sie machen hier eine Art Luftkampf. Sie echt geil, Knecht. Wie bei Assassin's Creed über die Dächer. Ist das denn überhaupt legal, dass man hier außen entlang läuft? Wir können ja mal etwas machen. Oh, da hat der Herr Dämonit den Echtgeilknecht natürlich ein wenig geschlagen. Damit es hier ein bisschen spannender wird. Sie treffen sich hier in der Nähe der Brücke im Wasser. Und Tass ruft auch gleich Schiebung. Und genauso tut es auch Dark. Wir fragen uns, was ist da los? Hast du da schon nähere Informationen? Schiebung von Dark. Oh mein Gott. Haben Sie das gesehen? Obwohl echt Geilknecht von mir in die Arena runtergehauen wurde und es so anfangs gut aussah für Todd, hat es trotzdem echt Geilknecht geschafft, ihn zu besiegen. Damit geht dieser Kampf, diese Runde an echt Geilknecht, den Cobblestone-Werfer, und Todd hat das Nachsehen. Und ich habe gerade eine Schnur von Dark geschenkt bekommen, dafür bedanke ich mich sehr. Oh ja, wir bedanken uns wohl alle bei Dark. So, und da kommt auch schon unser viertes Match. Es ist das Rückmatch zwischen dem dritten Match. Die Herausforderungen sind wieder Todd und echt Geilknecht. Und wir fragen uns natürlich, ob es diesmal auch so laufen wird, dass echt Geilknecht am Anfang, so scheint es, den kürzeren ziehen muss, aber dann am Ende doch alles raushaut. Wir wissen es nicht, aber wir glauben es natürlich. Oh ja. Also, da sieht man mal wieder, die Anfangsdominanz kann sich auch wieder ins Negative wenden. Und los! Todd rennt wieder los auf seine Sprungposition. Da kommt echt Geilknecht. Todd verschanzt sich oben, läuft auf dem äußeren Ring entlang. Echt Geilknecht versucht auch hinterherzukommen. Oh ja, es sieht so aus, als ob Todd flieht. Scheinbar ist echt Geilknecht sehr dominant in diesem Match. Und wir sehen hier Todd am Rande der Markierung der Arena herumlaufen, und ich folge ihm jetzt einfach mal und schau, was er vorhat. Echt Geilknecht wirft von innen nach außen dieses Mal Cobblestone-Blöcke, und da geht der Kampf auch schon los. Da wurde Todd erwischt. Jetzt stehen sie untereinander oder übereinander. Echt Geilknecht hat gerade den Graben verlassen. Ja. Wir sehen dort hinten in der roten Ecke Todd laufen. Echt Geilknecht versucht hochzukommen, aber Todd haut ihn immer wieder hinunter. Na, man weiß nicht, was das jetzt noch wird. Und man weiß auch nicht, wie viel Leben die Kontrahenten haben. Ja, aber wenn sie sich eine Zeit lang nicht bekriegt haben, werden sie wohl wieder Leben regenerieren. Aber da treffen sie auch schon blutig aufeinander. Oh je, oh je. Da fallen sie beide nach unten. Das sieht schlecht aus. Und es ist ein spannender Kampf. Man weiß es nicht, wer gewinnen wird. Aber echt Geilknecht hat natürlich erneut gewonnen. Das haben wir alle geglaubt. Echt Geilknecht dominiert genauso wie zuvor auch My Lord. Und damit bei dem System Best of 3 heißt es, dass echt Geilknecht gewonnen hat. Oh ja. Das heißt, wir haben jetzt zwei Teilnehmer, die... Oh, was ist das? Was? Und seine Revanche, aber er hat das Spiel verlassen. Und Gusti ruft natürlich also wirklich. Ja, Gusti scheint natürlich sehr empört darüber zu sein. So was hat man auch nicht alle Tage. Das ist unsportliches Verhalten, aber das gehört auch dazu beim Sport. Ja, aber natürlich wurde er auch gleich zur Rechenschaft gezogen von echt Geilknecht, der auch in diesem Kampf wieder dominierte. So, wir freuen uns alle schon auf das nächste Match. Das ist Dark vs. Knecht. So, dann gucken wir mal, wo sie sich eingefunden haben. Wen haben wir denn hier? Dark hat sich in der roten Ecke eingefunden oder auch nicht. Und man steht ja jetzt gerade wieder zurück. Okay. Es scheint, als sei Dark bereit. Es wird langsam dunkel. Die Sonne geht unter. Bald werden hier Kämpfe in der Dunkelheit stattfinden. Vielleicht spawnen hier Monster und vielleicht wird es nochmal ein Handicap geben. Wir wissen es. Und da geht es schon los. Dass ausgeleuchtet ist, aber hier geht es auch gleich los. Auf der Mitte aufeinander. Und direkt hauen sich in der Mitte zurück. Auf der Brücke. Anscheinend lässt sich Knecht etwas zurückdrängen, aber jetzt hat er ihn. Oh ja, da kam er nicht mehr raus. Er war in dem Fluss gefangen und Knecht konnte ihn einfach zur Strecke bringen. Tja, das war's wohl.
Tja, man darf sich einfach absolut wirklich nicht in irgendeine Ecke drängen lassen oder in den Fluss fallen. Das war anscheinend jetzt ja auch der Fehler, der passiert ist. Und da steigt auch bereits der Halbmond auf. Sehr schön sieht das aus mit der Kulisse. Wunderbar. Aber so wie es aussieht, ist es hier alles wunderbar ausgeleuchtet. Und deswegen werden hier auch keine Monster spawnen. Hoffen wir es zumindest. Ich werde mal schauen, ob ich hier irgendwie auf diese Begrenzung draufkomme. Dann habe ich noch viel mehr Vision in die Arena hinein. Und ich habe mich jetzt mal bei diesem Wasser positioniert. Okay. Und da sehen wir auch schon den anderen Co-Kommentator Dämonit. Und wir werden jetzt von beiden Seiten dieses Match beleuchten. Und es geht auch schon los. Nein, Dark ruft nicht. Und da ist das Match angehalten. Und jetzt hat er sein Go gegeben und Knecht läuft aggressiv auf Dark zu und sie treffen sich da hinten. Aber hat man das gerade gesehen? Bei Knecht waren gerade solche Spuren von Hunger zu sehen. Diese Partikel. Und das war sogar seine Niederlage. Was war das? Wurde er etwa vergiftet? Knecht wurde geschlagen von Dark 1:1. Jetzt ist es spannend. Das letzte Match ist entscheidend und wird darüber Ausschluss geben, wer gewinnt, Knecht oder Dark. Ein spannendes Match. Also auf jeden Fall haben wir gesehen, es ist nicht so, dass irgendwelche Spieler absolut dominierend sind, sondern jeder kann wirklich nochmal getötet werden, auch wenn er das erste Match gewonnen hat. Deswegen steht es jetzt 1:1. Das nächste Match entscheidet über den Sieg. Echt geil, Knecht wirft wieder Cobblestone-Blöcke nach unten. Ja, Knecht steht schon bereit, der will jetzt unbedingt diesen Sieg haben. Wir sehen schon wieder Partikel um ihn rumfliegen. Und ich bekomme von Dark noch ein paar Cobblestone-Blöcke. Ich sehe das mal nicht als Bestechung an. Ja, ganz genau. So. Beide sind bereit und da kommt auch schon der Countdown von Tass. 3, 2, 1, los. Und Knecht sprintet wieder vor, das kennen wir von den anderen Kämpfen, aber jetzt. Oh, was ist denn jetzt los? Dark ist diesmal am Vormarsch. Und das sieht auch ganz so aus. Ja, Dark gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Dark. Damit steht es 2:1. 2:1 für Dark. Und damit gewinnt er, natürlich. Also, wir wissen wirklich nicht, was jetzt hier gerade los war. Es sah so aus, als ob Knecht betrunken durch die Gegend getorkt ist und irgendwie in die Luft gehauen hat. Ja, das sieht nicht gut aus. Wahrscheinlich hat er Zombie-Hände oder sowas gegessen. Das ist nicht unbedingt praktisch, wenn man sich bekriegt. Oh ja. Ich habe gehört, das soll einen sehr negativen Effekt haben auf die Ausdauer. Da streift der Sieger an der Barrikade entlang. Und jetzt geht es auch an das nächste Match, Tass gegen Shoah, das heißt Lennart gegen Jonathan. Ja, Tass ist natürlich hier der Bauherr und der Veranstalter zugleich. Er wird sich in der weißen Ecke einfinden, während Shoah in der roten Ecke ist. Wer Jonathan nicht mehr kennt, der war ganz am Anfang bei Alice dabei, Alice Folge 2. Einfach nachschauen auf unserem Kanal, LPRPF. Und da fliegen schon wieder Cobblestone-Blöcke nach unten. Vielleicht dient es zur Ablenkung. Das dient sehr sicher zur Ablenkung. Vielleicht sollte es auch eine Art Tomatenersatz geben. Aber ich finde, das... Oh mein Gott! Man hat mich hier runtergeschoben in die Arena. Okay, jetzt bin ich komplett aus der Arena rausgefallen. Aber wenigstens sehen wir hier schon mal, wie das hier die Außenkonstruktion aussieht. Oh scheiße, ich hab gedacht, ich hätte, glaube ich, jetzt gerade einen Countdown geben sollen, aber... Naja. Das Grundgerüst. Und da hat jemand wieder eine CD eingelegt. Das ist My Lord, ich habe hier den Verbrecher entlarvt. Oh, ich glaube, ich mach mal den Ton vielleicht aus, oder? Das wäre vielleicht nicht schlecht. Also wir sehen hier die Arena ganz schön gebaut. Vielleicht kannst du ihnen nochmal mitteilen, dass ich mich hier nicht mehr in der Nähe befinde und erstmal irgendwie wieder da hochkommen muss, weil mich irgendein Schlumpf runtergehauen hat. Deswegen baue ich jetzt mich hier einfach mal an der Seite hoch. So. Da betreten wir noch einmal die Arena. Wir gehen über und hier geht es auch gleich hart auf hart. Tass gegen Shoah, so wie es aussieht. Und Shoah gewinnt. Sieg von Jonathan. Ich hätte das wirklich nicht gedacht, dass Shoah es schafft,
den Veranstalter höchstpersönlich. Oh ja, vor allem, er ist ja der Veranstalter und der Bauherr. Er müsste sich doch hier perfekt auskennen. Er müsste die ganzen Tricks kennen und hier die Cobblestone rum. Ganz genau. Und dass er jetzt trotzdem verloren hat. Jetzt hat er sich sogar vor Schande ausgelockt, aber da ist er natürlich wieder zurück. Aber das sollte einem wirklich zu denken geben, wenn man hier in seiner eigenen Arena besiegt wird. Das ist natürlich leicht entwürdigend. Aber ich denke, und ich muss hier nochmal bitten, die Musik auszumachen, weil... Die Musik wurde anscheinend ausgemacht. Damit wir hier auch eigene Musik einspielen können, die dann zur Situation passt. Oh ja. Die Musik ist immer noch da, wollte ich mal anmerken. Da kann ich nur dieses hier schreiben. So, und da geht es schon wieder los. Dieses Mal rennt Tass nach vorne. Und sie treffen sich an der gleichen Stelle, wie sie vorhin gekämpft haben und wie Tass an der Stelle, wo Tass vorhin verloren hat. Jetzt ist natürlich spannend, wer wird diesmal verlieren? Oh, ich sehe hier gerade, dass Dark in die Arena gestürzt ist. So, er hat die Arena verlassen. Tass steht oben und blockt. Aber er kriegt den meisten Schaden im Moment. Oh ja, da muss sich Tass zurückziehen. Die Strategie von ihm scheint nicht aufzugehen. Oh je, und da bekommt Shoah seinen ersten Treffer und wir fragen uns natürlich, wie wird das hier weitergehen? Der eine blockt, der andere blockiert. Da weiß man nicht, ob dieses Match schnell vorübergehen wird. Wahrscheinlich ist es... Wahrscheinlich wird es auf eine sehr schnelle Situation hinauslaufen, aber bis jetzt zieht sich das alles noch. So, jetzt ist diese schnelle Situation da, jetzt ist gleich entschieden, wer gewonnen hat und wer verliert. Tass oh! Weggeschlagen. Herzlichen Was Wunsch. Für eine Schande. Und Seamus hat noch nicht mal bei dem Contest mitgemacht. Tja, das nenne ich natürlich Pech. Ja, Seamus, der wurde natürlich gebannt. Der hat etwas wirklich sehr Unsportliches gemacht, wiederholt. Und der wurde einfach von unserem Sportverein entfernt. Und hier sehen wir auch gerade Shoah bei mir auf der Kamera, kurz nachdem er dieses Match gewonnen hat. Wunderschön. Tass muss sich natürlich jetzt geschlagen geben. Es ist natürlich ein sehr entwürdigender Sieg. Niederlage natürlich. Sieg war es ja nicht. Ein sehr entwürdigender Sieg. Ja, genau. Aber wir sehen natürlich blond. Also, naja. Vielleicht lag es ja da dran. Das nächste Match und nicht mal richtig schreiben können. Wir fragen uns, Dark vs. Shoah ist es? So, also, da haben wir den Gewinner. Der die beiden bei den Gewinner von den letzten Kämpfen. Ganz genau. Shoah eilt voraus, ich folge Shoah. Und dann wollen wir doch mal sehen, wer dieses Match gewinnen wird. Shoah war natürlich dominant, der hatte zwei Siege gleich gehabt bei... Dark war es anders. Er musste sich seinen Sieg hart erkämpfen, aber am Ende siegte er mit 2-1 und hat uns überzeugt, dass er kämpfen kann. So, jetzt werden beide können kämpfen, aber wir fragen uns natürlich, wie gut können beide kämpfen und wer wird dem anderen unterliegen, weil einer wird ja dem anderen wohl unterliegen müssen. Und da geht es auch gleich weiter. Die Chancen stehen für beide natürlich gleich. Jetzt müssen wir gucken, wer hat die beste Strategie. Da wird er hinausgedrängt. Tass stürzt in die Arena. Aber da sehen wir, Dark hat es geschafft, ihn in die Ecke zu drängen und hat ihn dort besiegt. Souverän. Und Shoah geht ohne Ausrüstung zurück. Beziehungsweise wartet hier vor dem Eingang 1-0 für Dark auf das Wort des Schiedsrichters dieses Wettstreites. Jetzt warten wir natürlich auch noch auf das zweite Match, was hier unser werter Herr echt Geilknecht austragen müsste.
Er hatte ja auch in dem ersten Match dominiert. Ach ja, genau. Er wird wahrscheinlich wieder gegen My Lord antreten. Und wir werden sehen. Hier, außerhalb der Arena, wurde My Lord schon von vielen Spielern terrorisiert und umgebracht. Hat viele seiner Items verloren. Vielleicht wird dies die Rache werden, wenn er es schafft, uns hier zu besiegen. Dark stürmt vor und ein Kampf auf der Seite Shoas. Und das sieht so aus wie die Situation von zwischen Lennart, zwischen Tass und Shoa. Und wir sind natürlich gespannt. Lennart war auf der Situation, in der Situation, in der sich Shoa im Moment befindet. Und wir fragen uns natürlich, ob es deshalb auch für Shoa schlecht ausgehen wird. Ja, aber Dark versucht jetzt hier hochzukommen. Dark versucht, scheitert auf das Dach zu kommen, aber er scheitert. Er findet keinen guten Punkt. Hier auf dem Baum wäre es wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit, aber das sieht er im Moment nicht. Ich glaube, sehr wenige wissen das von der Leiter an dem Baum. Das ist aber auch schwer zu sehen. Ja, aber wäre man in die Arena reingelaufen, dann hätte man es vielleicht gesehen. Aber Shoa schaffte es nicht, ihn wegzublocken. Jetzt das sieht sehr schlecht aus für Shoa und Dark dominiert und Shoa ist geschlagen. Dark hat gewonnen auch dieses Match. Herzlichen Glückwunsch für Dark. Dark hat sich gebessert. Nach dem knappen 2:1 Sieg hatte er jetzt souverän den anderen Shoa besiegt, der es ja geschafft hat, hier gegen den Bauherren auch zu dominieren, mit 2:0 in Führung zu gehen. Aber auch jetzt musste er dafür bezahlen. Tja, gibt es so eine Art Bestenliste, wo man sieht, ja, welcher Platz ist er denn jetzt, der Shoa? Ist der das jetzt, können wir dann natürlich im Nachhinein auf eine kleine Liste anzeigen. Wir haben natürlich 8 Teilnehmer und wir werden die Liste natürlich jetzt auch nochmal darstellen, damit jeder sieht, wie jetzt dieses Turnier ausgegangen ist. Leider waren nicht alle unsere Top-Kämpfer dabei. Wie schon gesagt, Seamus, er war ja gebannt worden aufgrund unsportlicher Aktionen. Und unser Top-Favorit, unser absoluter PvP-Champion, wie war sein Name noch gleich? Gammeldalf, genau. Gammeldalf ist bei uns so der Kämpfer-Pro. Bei den nächsten Spielen hoffen wir natürlich, dass er dabei ist. Er ist immer sehr dominant, was solche Kämpfe angeht. Und er schafft es wirklich sehr gut, andere Spieler zu töten. So, war das jetzt wirklich der letzte Kampf? Das ging sehr schnell. Das kann doch nicht sein. Müsste nicht noch einmal müsste noch kämpfen? Ganz genau. Gegen echt Geilknecht müsste er nämlich kämpfen. Die Liste, die ihr vermutlich eingeblendet seht, die haben wir jetzt auch nicht parat. Deshalb ist das für uns nicht unbedingt so leicht. Aber wie es aussieht, muss jetzt noch My Lord gegen echt Geilknecht kämpfen. Und das wird ein sehr interessantes Match. Beide waren ja sehr dominant. Jetzt werden wir gucken, wer hat die beste... Oh mein Gott! Werden wir mal gucken hier, rote Ecke. Oder bilde ich mir das nur ein? Hat gerade seine Rüstung geleuchtet. Er verwendet doch nicht etwa verzauberte Rüstung. Wir wollen es nicht für ihn hoffen. Das würde die Disqualifikation bedeuten. Ich habe das natürlich jetzt alles hier auf Band. Wir werden das überprüfen. Aber es sieht so aus, als ob echt Geilknecht dominiert. Und natürlich gewinnt er auch. Und er wird natürlich mit Cobblestone beworfen. Ja, natürlich. Also, wir sehen, natürlich ist es wirklich sehr schlecht, wenn man sich in irgendeine Ecke reindrängen lässt. Dann hat man meistens keine Chance mehr. Man muss immer irgendwie sich frei bewegen können, auch mal ausweichen. Aber da sind halt sehr viele Ecken bei dieser Arena. Später wird es nochmal eine sehr größere Arena geben. Und die wird rund sein. Dort gibt es nicht so viele Ecken. Aber auch dort werden dann sehr große Kämpfe stattfinden, wo auch mal alle Teilnehmer gleichzeitig auf dem Feld sind und sich gegenseitig bekriegen, bis nur noch einer steht. Und da laufen unsere Kontrahenten auch schon aufeinander los. Echt Geilknecht gegen Mr. Lord, My Lord, so. Und sie kämpfen an der gleichen Stelle wie gerade eben. Und jetzt sind sie auf der anderen Seite der Brücke. Ich bin mal live vor Ort, um das Geschehen zu sehen. Aber und auch hier sieht man echt Geilknecht überzeugt. My Lord ist geschlagen. Und das bedeutet natürlich einen klaren Sieg für echt Geilknecht. Damit ist echt Geilknecht der Statistik nach der beste Kämpfer, weil er bisher jedes Match gewonnen hat. Damit
hat er auch wirklich keine Niederlage eingefahren, so wie es Stark getan hat. Und man sieht, echt Geilknecht könnte hier der nächste Gammeldalf werden, wenn er sich noch weiter anstrengt und noch weitere Teilnehmer besiegen kann. Aber wir sehen, dieser Kampf war souverän. Jetzt müsste meiner Meinung nach Dark noch einmal gegen echt Geilknecht kämpfen. War es nicht so? Dann würden sie um den ersten Platz kämpfen. Ja, und das wird natürlich ein sehr spannender Kampf. Wir werden auch gespannt sein, ob es nochmal ein Match gibt zwischen den dritten und vierten, damit sie darum kämpfen, wer jetzt auch wirklich noch einen Platz für das Podium sich sichern kann und Dritter wird. Aber es ist natürlich klar, entweder Dark oder echt Geilknecht werden jetzt hier den Champion-Titel davontragen. Wer wird es sein? Wir sind gespannt. So, echt Geilknecht hat einen entschlossenen Blick. Und jetzt geht auch gleich das Match los. Hoffen wir natürlich. Das Go von der Regie ist noch nicht gegeben, also müssen wir noch ein wenig warten. Shoah wirft hier wieder mit Stein, befindet sich in der Arena. Das können wir natürlich nicht tolerieren. Er muss die Arena sofort verlassen. Ich habe es natürlich nicht sehr leicht jetzt als First-Person-Kameramann, weil ich selbst auch immer runtergeboxt werde und nicht im Creative-Mode bin, wie andere Cheater. Aber gut. So, sie werden jetzt auf ihre Position gestellt und gleich geht es auch los mit dem nächsten Kampf. Die Kämpfe sind natürlich sehr schnell vorbei. Das liegt natürlich auch daran, dass wenn man einmal in einer Ecke ist, wird man gleich auch verlieren. Shoah befindet sich immer noch in der Arena. Wir hoffen, dass er sie bald verlassen wird. Ja, er verlässt jetzt die Arena. Die Leute sind in Position. Wir haben hier eine neue Zuschauerin, aber die kommt anscheinend etwas spät. Naja, gut. Also hier sehen wir den finalen Kampf zwischen den Gewinnern der letzten vier Matches. Dark und echt Geilknecht. 3, 2, 1 und los geht das auch. Echt Geilknecht sprintet über die Brücke. Wir sehen, die Leute sind top konzentriert. Sie wissen immer genau, wo die Gegner sind. Dark befindet sich jetzt im Fluss. Das könnte ein Nachteil sein. Aber er ist da schon wieder draußen und greift an. Und Dark überzeugt. Dark hat gewonnen. Dark überzeugt mit seiner Angriffstechnik. Herzlichen Glückwunsch. 1:0 für Dark. Und echt Geilknecht bekommt hier ein paar Cobblestone-Blöcke, so wie das aussieht. Damit ist Dark jetzt in Führung gegangen. Wenn er jetzt noch einen Sieg davonträgt, dann könnte er hier der Gewinner dieser Veranstaltung sein. Und echt Geilknecht wäre dann nur Zweiter. Es wird nochmal spannend. Wir haben es schon in anderen Matches gesehen. Es könnte noch sein, dass echt Geilknecht dieses Mal einen Punkt hat, weil er dann eine bessere Strategie hat und es schafft, Dark zu besiegen. Wir haben hier viele Zuschauer, die warten auch schon auf den Kampf. Shoah ist wieder in der Arena. Der wird dann wieder davon gejagt. So. Also, wieder hier in der blutroten Ecke Dark. Und in der schneeweißen echt Geilknecht. Oh, was ist das? Da geht Dark auf Shoah los. Ein Skandal. Damit wurde Shoah hingerichtet. Und jetzt ist die Arena auch frei für den Kampf. Dark, ja, so Hooligans gibt's leider immer, aber naja. Wie die wir haben halt gesehen keine Freunde. Haben. Ja, Hooligans haben nie Freunde. So, und eigentlich wäre für PvP in der Arena, wenn die nichts mit dem Kampf zu tun hat, Ausschließung von allen Wettkämpfen, aber anscheinend sieht der Schiedsrichter hier Gnade bei diesen Dingen. Bei diesem Beispiel, denn es wäre ja auch ein Hooligan. Und wir sehen hier einen echt spannenden Kampf zwischen natürlich echt Geilknecht und Dark. Aber Dark muss hier einstecken. Er war natürlich wieder im Wasser gefangen. Das war ja schon einmal. 1:1. Jetzt geht's um alles. Jetzt geht's um die Wurst. Und Shoah ist wieder dabei. Dark macht es natürlich jetzt schon wieder spannend. Er hatte ja schon in den letzten
einem der letzteren Matches auch nur einen knappen Sieg davongetragen. Vielleicht kann er jetzt noch einmal das Ruder rumreißen. Und da ist Chor schon wieder im Ring und wird wieder von Dark hingerichtet. Und es wird wieder Nacht. Also es geht hier drunter und drüber. Was heißt hier, es wird Nacht, die Sonne... Ach so, na gut, dann haben die Kämpfe jetzt wirklich lange gedauert. Chor ist wieder im Ring. Jemand muss diesen Chor jetzt aus der Arena raushalten. Es wird jetzt wohl das Beste sein, wenn irgendein Admin mal ein Diamantschwert nimmt und die Hooligans totkloppt. Das Problem ist, dass Chor anscheinend da hinten sich ein Bett gekapert hat. Oh ja. Aber da hat er auch es eingesehen, seine Fehler, und hat die Arena verlassen. Da oben ist er aber schon wieder. So, jetzt kommt er. Ein spannender Kampf. Eins zu eins. Der nächste Punkt entscheidet, wer der Gewinner dieser Veranstaltung ist. Es und wird spannend. Es geht los. Ed Geignich hat das anscheinend nicht so ganz kapiert. Da treffen sie schon aufeinander. Interessante Sprungtechniken. Sie bekämpfen sich auf der Brücke. Auf der Brücke, umgeben von Wasser und... Echt Knallgecht. Echt ja, Geignich hat gewonnen, zur Überraschung vieler. Aber es war natürlich auch ein interessanter Kampf. Und er hat natürlich vollkommen fair gewonnen. Natürlich, damit haben wir es festgestellt. Der Sieger dieser Veranstaltung heißt jetzt natürlich echt Geilknecht. Und da holt sich nochmal ganz kurz seine Revanche ab. Aber das Rückmatch war leider noch kürzer als das Hinmatch. Damit hat echt Geilknecht überzeugt diese Veranstaltung gewonnen. Dark ist jetzt der Zweite. Und dieses Turnier ist beendet. Das halte ich für ein Gerücht. Eigentlich müsste nochmal ein Kampf zwischen dem Drittplatzierten und Viertplatzierten stattfinden, um herauszufinden, wer welchen Rang jetzt da einnimmt. Aber ich glaube, es gibt ja sowieso nur für den Erstplatzierten einen Gewinn, von daher erübrigt sich das ja. Aber es wäre interessant festzustellen, für die Statistik, wie sich die Leute schlagen, wer jetzt nochmal dominieren kann am Ende. Und dann nochmal vielleicht aufs Podest kommt, wenn wir mal die Statistik uns angucken, wer war das noch gleich, wer wäre weitergekommen. Ich glaube, es wäre der Kampf zwischen My Lord und der zweite Teilnehmer, wer wäre das gewesen? Ich glaube, bin mir da jetzt nicht mehr so sicher. Shoa, glaube ich, wäre der nächste Teilnehmer aber gewesen. Aber Shoa hat sich auch sehr unsportlich verhalten, von daher würde ich da auch schon mal Abzüge in der B-Note geben. Exakt, also wäre es vielleicht auch das Fairste, ihn quasi zu disqualifizieren und gleich My Lord dem dritten Platz zuzusprechen, da Shoa als Hooligan in der Arena sich aufgehalten hat und die Arbeiten behindert hat. So, damit ist dieses Turnier natürlich schon beendet. Die ganzen Zuschauer haben ihre Plätze verlassen. Die Teilnehmer ziehen sich zurück. Die Teilnehmer loggen sich auch aus. Ich würde sagen, das war ein sehr faires Match. Das war ein sehr interessantes Match. Und ja... Ich denke, wir gehen an dieser Stelle auch gleich mal zurück ins Studio.